Filmbücher gibt es viele. Alleine auf den Seiten des ASCA im Internet sind über 50 aufgelistet. Heute möchte ich Ihnen einige vorstellen. Bücher über Regisseure wie Wenders, Cameron und Hitchcock, um nur einige zu nennen, zeigen die verschiedenen Regiestile auf. Von Hitchcock könnte man einiges über Krimis lernen. Drehbücher beschreiben detailgenau bereits abgedrehte Filme. Manche sind nur für Leseratten und ohne bunte Bildchen. Andere, wie hier das Drehbuch zu Malina, sind mit vielen Szenebildern ausgestattet. Eine interessante Lektüre ist das Buch Die richtige Einstellung. Beispielhafte Storyboards erklären die richtige Sehweise. Verschiedene Kamerabewegungen und ihre Wirkungen sind ebenso zu finden wie Beispiele aus Filmklassikern wie hier aus Citizen Kane. Was sagt der Mensch dazu? Es ist schon wieder Tag.
gelegentlich vorbei und erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Natürlich gibt es auch für einen Klassiker wie Citizen Kane Hintergrundinfos in Form eines Buches aus dem für Filmliteratur spezialisierten Europa Verlag. Apropos Filmklassiker: In Filmlexikas wie dem Heine Filmführer stehen Infos über die wichtigsten Filme weltweit. Von Hollywood bis Babelsberg. Die wichtigsten Highlights des vergangenen Jahrhunderts sind hier übersichtlich gelistet und beschrieben. Für alle anwesenden Cineasten, und das sind ja wohl die meisten, ein absolutes Muss. Ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube, ich leiste mir von meinen $20 eine Taxe. Sie müssen wieder in Ihren Laden. Ja, in den Laden, sehr gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also, dann? Auf Wiedersehen. Making of. Der Blick hinter die Kulissen der Filmbranche. Auch für uns Amateure recht interessant, weil lernenswert. Viele Tricks der Profis können auch im Kleinen kopiert werden und verhelfen so unseren Filmen zu einem professionelleren Aussehen. Große Kinoerfolge wie Titanic haben natürlich auch eigene Bücher mit einem Blick hinter die Kulissen. Natürlich hat keiner von uns einen Etat wie Cameron. Lesenswert sind solche Ausgaben aber allemal. Und sehenswert sind die Making-ofs, die manchmal hinter käuflichen Videos angehängt sind und die Entstehung eines Filmes erklären. Speziell für alle Nicht-Bücher-Fans, Analphabeten und immer vor der Flimmerkiste Hocker oder für Lesefaune.
Um diese historische Geschichte zum Leben erwecken zu können, errichtete Cameron mit Hunderten von Mitgliedern seiner Crew ein 4 Hektar großes Studiogelände, ausgestattet mit der modernsten Technik für Bild- und Tonbearbeitung. Der größte Unterschied zwischen der Cameron-Produktion und all den anderen Titanic-Verfilmungen ist erstens die enorme Bandbreite an unglaublichen Spezialeffekten und zweitens Camerons Motivation, das Schiff wirklich genau so zu zeigen, wie es war. Ein 250 Meter langer Nachbau der Titanic wurde erstellt, um die unglaublichen Dimensionen des Originals darzustellen. Um die vielen Unterwasseraufnahmen zu drehen, baute die Crew zahlreiche riesige Wasserbecken, die zusammen mehr als 80 Millionen Liter fassen. Wir hatten mehrere gigantische Sets, die wir immer wieder versenkten, drehten und zerstörten. Und alle waren in Originalgröße nachgebaut. Wir hatten ein Hauptset, auf dem wir mit Hilfe einer Hebebühne den riesigen Bug des Schiffs in die Vertikale schwenken konnten. 3, 2, 1, Action! Um die Panik auf dem sinkenden Schiff möglichst realistisch zeigen zu können, wurden die besten Stuntmen Hollywoods engagiert und einige der kompliziertesten Stunts aller Zeiten realisiert. Als wir den Bug senkrecht geschwenkt hatten, begannen sich die Leute einer nach dem anderen in die Tiefe zu stürzen. Immer wieder und überall hin. Die bisherigen Filme von Cameron haben die Special Effects im Kino revolutioniert. Und Titanic wird die Kinotechnologie noch eine Stufe nach oben bringen. Die Effekte wurden von der Firma Digital Domain erstellt, die bereits für die Filme True Lies und Apollo 13 mit Oscars für die besten Special Effects ausgezeichnet wurden. Die Suche nach der Authentizität führte das Team zum Nordatlantik und zur letzten Ruhestätte der Titanic. Cameron und sein Team reisten mit Hilfe neuester Unterwassernavigationssysteme 4000 Meter unter die Meeresoberfläche. Dort machten sie spektakuläre Aufnahmen im echten Wrack der Titanic. Cameron wurde begleitet von Al Giddings, der seit langem als bester Unterwasserkameramann der Welt gilt. Es war ein unglaublicher Anblick. Wir befanden uns im berühmtesten Schiffswrack der Welt. Und das in 4000 Metern Tiefe und um 3 Uhr morgens. Die Technologie der Zukunft erweckt eine Geschichte der Vergangenheit zum Leben und macht sie zum ultimativen Filmerlebnis. Titanic, ein Film von James Cameron. Thema Kino. Auch hier sind für Cineasten genug Bücher auf dem Markt, wie die folgenden Beispiele zeigen. Crashkurs Filmauflösung, erschienen 2001, im Verlag 2001. Auch hier werden interessante Filmeinstellungen vorgestellt, jeweils mit aktuellen Beispielen aus Filmen der letzten Zeit. Beispiele für Kranfahrten. Kein moderner Kinofilm kommt mittlerweile ohne Fahrten mit dem Kran aus. Sicher auch eine Kostenfrage für uns Amateure. Profikräne kosten eine Kleinigkeit und sind sicher für die meisten von uns zu teuer.
Filmbücher gibt es viele. Alleine auf den Seiten des Asuka im Internet, aber halt, das hatten wir ja schon. Was Sie jetzt daraus machen, das muss ich Ihnen überlassen.